Okay, Kämpfer, kennt ihr das, wenn ihr bei Beweglichkeitstraining Schmerzen habt? Was wir dagegen machen können, hilft uns so eine Faszienrolle. Ich werde euch ein paar Sachen zeigen. Willkommen bei One to Punch. Ich heiße Vitali Becker. Viel Spaß dabei. Okay, Leute, aktive Beweglichkeit. Das heißt, immer wieder, wenn ich meine Beine hochhebe, von außen nach hinten oder von innen nach außen, wie auch immer, mit links überhaupt kein Problem. Rechte hier ein Problem. Das heißt, immer wieder, wenn ich hochhebe oder hier durchziehe, ich habe exakt hinten in diesen unten am Gesäßmuskulatur, wo die Stabilisierungsmuskulatur sich ankert, habe ich immer so einen stechenden Schmerz. Was können wir dagegen machen? Das heißt, wie ich schon gesagt habe, Faszienrolle. Viele Leute oder viele Wissenschaftler sagen jetzt, durch diese Verklebungen an unseren Faszien, die uns auch dann stören beim, dass wir dann mehr Muskelkater haben und Schmerzen haben. Durch diese Verklebung entstehen auch Schmerzen, sagen die jetzt, ja. Und natürlich, ich wollte das selber ausprobieren. Das heißt, was ich damit mache, ich nehme die Rolle und das mache ich immer wieder zu Hause, um diese Behandlung wirklich darzustellen, richtig, ja, oder durchzuführen. Das heißt, ich setze mich hin auf meinen schmerzenden Punkt und dann fange ich an langsam durchrollen, ja, weil da kommt man eigentlich so durch Massage sehr, oder selber kann man sich nicht so richtig massieren, aber die Faszienrolle hilft uns dabei. Was ich immer jetzt überlege, da zum Beispiel in Thailand Leute sehr, sehr oft Massage machen und die Massage machen die da richtig gut, denke ich mir, die haben weniger Probleme damit. Aber da uns niemand massieren jeden Tag kann, natürlich diese Faszienrolle kann uns extrem helfen. Das heißt, wie ihr sehen könnt, ich mache exakt auf meinen Punkt drauf und dann versuche ich so ein bisschen hin und her zu rollen, um diese Muskel aufzuwärmen oder aufzulockern. Weil sogar wenn ich manchmal warm bin oder wenn ich meistens beim Training warm bin, es hilft mir trotzdem nicht. Ich habe trotzdem immer wieder ziehende Schmerz da, ja. Und wenn ich das ausrolle, dann geht es weg. Dann merke ich, wie mein Muskel sanft wird. Und das hat mich wirklich so fasziniert. Deswegen wollte ich unbedingt euch darüber berichten, weil, wie ich schon gesagt habe, die haben jetzt sich damit befasst, dass durch diese Verklebungen die Schmerzen entstehen können. Und wenn wir die nicht lösen, dann hat man die immer, ja. Und die habe ich schon seit, ich muss sagen, keine Ahnung, fast 20 Jahre. Ich habe immer wieder da drinnen Schmerzen. Und das ist, weiß man nicht, womit das hängt. Ich kann natürlich immer wieder arbeiten, aber trotzdem habe ich die. Und durch diese Methode langsam merke ich, dass es besser wird, ja. Deswegen ausprobieren. Ihr dürft nicht länger so als 8 Minuten hier drauf bleiben, immer so ein bisschen entspannen und dann natürlich wieder ausprobieren. Das heißt, wenn ich jetzt fertig bin, stehe ich auf und ich probiere immer wieder nochmal das Gleiche zu machen. Immer hochheben, immer strecken, immer durchziehen und schon jetzt. Ihr habt gesehen, ihr könnt jetzt nach Video sehen, wie lange wir uns ausgerollt haben. Ich habe schon jetzt sanfte Bewegung. Und das ist wirklich, das ist Wahnsinn, dass es jetzt ganze Zeit funktioniert, aber das ist Fakt, ja. Über Faszien wollte ich euch auch eine bessere Video machen, um vielleicht darzustellen, was genau Faszien sind, damit ihr ein bisschen also sehen könnt, was das ist. Aber letztendlich würde ich mal sagen, das ist sogar egal, wie die aussehen und was damit passiert. Hauptsache, es muss funktionieren. Was ich immer wieder sage, manchmal gibt es Theorie, die sagt eine Sache, aber gibt es Praxis. Und in Praxis, wenn in Praxis das bei euch funktioniert, das ist das Wichtigste, ja. Das heißt, probiert das aus, immer wieder. Ich höre immer wieder von meinen Schülern, dass die sagen, ah, hier habe ich Zerrung, hier habe ich Schmerzen. Aber meistens, die sitzen zu Hause und machen ja nichts, ja. Und das ist ein großes Problem. Deswegen, wenn ihr das habt, nehmt die Rolle, rollt die eure Beschwerden aus, rollt die Punkte, wo ihr Schmerzen habt, aus, probiert das zu dehnen. Immer wieder zu Hause geht es ganz gut, ihr könnt Film anschauen, Rolle nehmen, ein bisschen ausrollen, aufstehen, ein paar Schwungbewegungen machen, wieder ausrollen. Ich bin mir sicher, dass das funktionieren wird und dass ihr dann zum Training kommt und übertrieben gut arbeiten könnt
und das wird euch helfen. Okay Leute, falls ihr auch gute Erfahrungen mit Faszienrollen habt, welche ihr kaufen sollt, ist es völlig egal. Hauptsache, das soll eine Rolle sein. Sogar im Baumarkt kann man einfach eine Schaumstoffrolle nehmen und die wird funktionieren. Falls ihr nicht zu viel Geld habt, ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst darüber überhaupt keinen Gedanken machen. Man kann wirklich super gut improvisieren. Deswegen trainiert fleißig, probiert das aus, behandelt eure Schmerzen und dann werdet ihr 100% stark sein und schnell sein. Mit euch war Vitali Becker, schreibt, kommentiert, habt ihr Erfahrung damit, würde ich mich super freuen. Wir sehen uns bald wieder, bis zum nächsten Mal. Ciao!